Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. My brother was just a kid when they took him. They thought I'd never find this place. That I'd forget about him. They were wrong. They'll try to stop me, but I'm stronger than them. We're stronger. You and I. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. My brother was just a kid when they took him. They thought I'd never find this place. That I'd forget about him. They were wrong. They'll try to stop me, but I'm stronger than them. We're stronger. You and I.
kurze Warnung. Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum. Und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film. Diesem Gefängnisfilm. Wie ist er noch gleich? Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild. Es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig. Es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Hallo? Ist da jemand? Dieses Siegel. Lange her, dass ich das gesehen habe. Aber ich sehe es in meinen Träumen.
Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie, direkt vor meinen Augen. Hallo? Hey, Entschuldigung. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeister, Assistentin, du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen, es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor, ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst. Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Na komm, ich aktiviere mal das Mikrofon, das geht einfacher. Muss ich nochmal eben mein Ducking anschalten. Herzlich willkommen, Servus. Und zwei Rechner zum Stream wäre schon schöner eigentlich, ne, wenn man das mal macht. Ja, aber naja. Na gut, weiter geht's, ja. Das Spiel ist schon eigentlich seit letztem Jahr draußen. Nur jetzt mittlerweile funktioniert das mit DirectX 12 und Raytracing dann hier wohl auch mal alles so richtig. Ne, Gronkh hat es ja damals noch, was heißt damals, ist ja noch nicht so lange her, hat es wohl noch mit DX11 gespielt. Ist dezent einfacher. Was meinst du mit einfacher? Ja, schick ist es auf jeden Fall, ne?
Also das war es so bei Gronkh auch schon mit DirectX 11. Also da konnte man echt nicht meckern. Ist halt so Science Fiction, ne? Das ist halt ein bisschen, ja. Wird ja eingangs auch gleich gesagt, jetzt wird es hier ein bisschen, ne? Strange und so. Nach dem Motto. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch geil. Ich habe die letzte Zeit viel Tomb Raider gespielt. Ich war elf, als ich erst und da passt das halt irgendwie mit dazu. Ne? Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir? Es ist halt interessant auch. Ich habe ja nicht all die Raytracing-Geschichten aktiviert und ich habe das eigentlich optimiert für mich, ne, mit meinem 1080p-Monitor mit einer 2060 RTX, die ich jetzt hier habe. Und OBS Studio wird ja eigentlich Leistung kosten, aber anscheinend doch nicht nennenswert. Ja. Also DX12 mit Raytracing macht dann schon noch mal ein bisschen was her, ne? Ist gar nicht so schlecht. Und so eine RTX 2060, die kann man ruhig schon mal kaufen. Das, wenn man seine alte Grafikkarte verkauft, dann ist das im Rahmen. Und die 2060, die ich hier habe von MSI, ist quasi eine 1080 plus Raytracing. Das ist für 300 Euro in Ordnung. Wenn man seine alte verkauft, ne, hat man quasi wieder mal 200 Euro für eine Grafikkarte bezahlt. Nee, ich glaube nicht, dass das Unreal Engine ist. Bin ich mir jetzt aber auch nicht so sicher. Wäre aber sehr interessant, gleich mal nachzuschauen. Cool wäre es ja, wenn sie tatsächlich die alte Max Payne Engine genommen haben. Hab ich dich kurz verloren. Genommen haben sollten und die weiterentwickelt haben. An meinem kleinen Bruder. Diese Geschichte Dylan. Hier. Vor 17 es gab ja damals die MaxFX Engine. Das kann man ja mal eben nachschauen. Interessiert mich nämlich jetzt auch mal. Wir googeln das doch einfach mal. Control 2019 Spiel Wiki. Vielleicht steht da was in Wikipedia drin. Was haben wir denn hier? Spielengine ist Northlight. Ob das ganz was Neues ist, weiß ich gar nicht. Funktioniert jetzt ein Jahr später aber auf jeden Fall ziemlich gut mit DX12. Kann man nicht meckern, ne? Wie man ja sieht in meinem On-Screen-Display habe ich meinen Ryzen 5 2600X bei 3900 MHz einfach laufen. Da Undervolting betrieben und das reicht auch ganz locker. Und ich schon irgendwie Alarm am Start. Internal Lockdown in Effect, Building Lockdown in Effect. Multiple Containment und so weiter und so fort. Es ist jetzt hier für mich alles nichts Neues mehr, weil ich es halt schon ein Stück angespielt habe. Aber ich dachte mir, nachdem ich letztens Wing Commander 3 so nochmal gespielt habe mit Stream, muss das jetzt mal nochmal von vorne gespielt werden. Wie 2x8 GB? Hast ein SLI, ja? Von 2 GTX 1070. Ist auch crazy, ey. Die meisten Spiele würden das, glaube ich, aber auch eh leider gar nicht unterstützen, ne? Und das lohnt sich nicht so dolle, ne, von der Leistung. Ist halt out, ne? So, da kommen wir nicht rein. Von hier kamen wir, denke ich, aus dem Fahrstuhl.
Ja, das Spiel hat halt richtig fett Action drin, ne? Das ist halt auch, das fand ich halt mega. Da dachte ich mir mal, weil das gerade im Angebot vor kurzem war für 24 und oder so, habe ich mir gesagt, komm, das gönnst du dir jetzt mal, da hast du richtig Lust drauf. Barbara, ich darf nicht gestört werden. Bitte sagen Sie für heute meine gesamten Termine ab für die restliche Woche. Kann Ihnen allen nicht vertrauen. Naja. Spoiler jetzt nicht, wir gehen da einfach rein. Shit. Shit, shit, shit. Ich soll sie aufheben, die Mordwaffe? Echt? Ah, okay. Und dann ist die auch wirklich aus, wenn du sie abschaltest, ja? Ja gut, dann könnte sich das natürlich schon mal lohnen, wenn das dann halt auch nicht unbedingt unnötig Energie verbläst, sag ich mal, ne? Ich glaube, einer von den neueren Tomb Raider-Teilen, ich glaube Rise of the Tomb Raider, der skalierte tatsächlich gar nicht so schlecht, aber dann mit AMD-Karten, mit Crossfire, ne? Müsste man mal ausprobieren, wie das da mit Nvidia-Karten läuft. Was zum Teufel ist das, was ich hier suchte, Tod mit so einem Kleid? Den Schädel weggehauen, ne? Alles, was wir machen können, ist die Waffe aufheben. Wasserkühlung gebaut, ja. Geht auch ordentlich ins Geld, ne? Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AVI, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Sieh dir das an. Folgenden Anweisungen des Rats in die Astralebene herausfordern, um zu schließen. Naja. Muss man hier zwischendurch in so einer anderen Welt, ja? Ja, und wie viel FPS kann der Monitor tatsächlich darstellen? Würde ich doch lieber ein passendes FPS-Limit bevorzugen, wie ich es hier mache mit meinem 75-Hertz-Monitor, der auf Nvidia mit seinem FreeSync auch G-Sync-compatible läuft. Der kann bis 30 Hertz runtergehen und dann habe ich doch viel mehr Ressourcen frei für eine bessere Reaktionszeit. Das ist sowieso etwas, was ich nur empfehlen kann, wenn man so einen Monitor hat, der sinken kann, weil dann hast du echt keinen Tearing mehr und das Bild ist viel sanfter. Ja, ich auch nicht. Ich habe ja vorher eine GTX 1060 gehabt, ne? Und die ist ja nun quasi schon 4 Jahre alt gewesen, ne? Psi-Schlag mit V. Ja, komm her hier. Bam! Dieselbe Waffe. Also ich muss sagen, Max Payne 3 hat mir ja nicht mehr so gefallen nach dem ersten und zweiten Teil, weil das irgendwie nicht mehr so dasselbe war. Aber das hier, das ist echt cool. Das gefällt mir sehr. Aber ich muss mal eben meine Fenster hier TV anpassen, damit ich hier auch sehe, dass er weiter aufnimmt und so weiter. So.
So, jetzt habe ich eine Waffe. Ich möchte gerne später für bessere Bildqualität den Rekord hiervon haben. Ah, noch jemand, der nicht benutzt. Kommt von hinten, ja. Oh. Kann ich auch schießen? Ist ja nett. Oh, da drüben muss ich anscheinend hin. So, mal zum Lesen mal hier rausgehen kurz. Reaktionszeit, so, komm auf Game. Ja, ich nehme mal den Refertuner Statistik Server vom MSI Afterburner, ne? Ist ja auch meine RTX hier, die ist auch übertaktet, ne? Der RAM würde normalerweise nicht bei 8100 laufen, sondern bei 7000 oder so. Kommentar darfst du anzeigen. Bestimmt, weil du Shit geschrieben hast, wird das ausgesondert. Das ist auch gut. Ja. Ja, das ist... Ich habe da mal so eine Leistungsmessung auch gemacht und habe das mal verglichen und komischerweise, obwohl ich bei einem Spiel im Menü, wo er da ordentlich FPS rausknallen kann, die FPS mehr als die Hälfte quasi verringert wird, wird aber nicht deutlich weniger Strom verbraucht in dem Verhältnis, was dann für die Reaktionszeit auf andere Sachen hindeutet, so dass das eher Sinn macht, entsprechend den Monitor zu limitieren, die FPS. Ne? Auch damit die Reaktionszeit auch immer möglichst gleich bleibt. Ja, und was auch ganz lustig ist, wenn du Cool and Quiet abschaltest bei AMD Ryzen hier, in meinem Fall, wenn ich den immer auf 3.9 laufen lasse, spare ich im Idle sogar noch Strom, witzigerweise. Ja, verbraucht halt Strom nach Last, ne? Und wenn du per Undervolting immer 3,9 GHz hast, dann, ja. Wenn er nicht zu rechnen hat, sparst halt Strom, ne? Also Cool and Quiet ist da auch irgendwie... Solltest du vielleicht auch mal probieren, ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich typischerweise noch einen Intel verwenden wirst. Nimm einfach mal so ein Leistungsmessgerät, die Dinger kosten nicht viel und dann guck mal, was so passiert, wenn du da so ein bisschen optimierst. Habe ich auf meinem Tech Experience Kanal mal gezeigt, dann meine Messdaten und so. Das ist, glaube ich, sogar noch ein recht freshes Video von mir. Direktoren. Ja, und ich habe schon diese ganzen Sammlungssachen, weil ich vorher schon mal gespielt habe, das wird jetzt nur noch mehr wieder. Ja, für 4K brauchst du natürlich ordentlich Grafikpower, das ist klar. Hast du das kurz gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Oh, und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Draußen ist es ruhiger geworden. Ist das sicher? Ja, das muss man halt vernünftig testen, ne?
Aber kaputt gehen tut da in der Regel eigentlich nichts mehr. Also vor dem Hitzetod bist du da eigentlich ganz gut geschützt, sag ich mal. Es sei denn natürlich, du hast so einen Intel zum Beispiel, der nicht verlötet ist und gibst dem richtig krass die Sporen und dann hast du die Geschichte mit der Wärmeleitpaste und am Headspreader, ne? Dann ja, ist in der Tat strange. Aber irgendwie ist das weniger gruselig und mehr Action, so dass das sogar auch mir euch zuspricht. Ich bin halt nicht so der Horror-Fan eigentlich. Das wäre eher nicht schön. Was ist das? Du darfst das nicht zulassen. 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 Ja, so von Tanz der Teufel kann ich den alten Splatter aufgucken. Nur der neue, der ist Stress, der bin ich selbst in Gesellschaft ins Schwitzen gekommen. Das war dann nichts, ne? Horror. Evil Dead. So, und jetzt geht hier wieder Action. Bleib weg, verdammt! Was haben wir denn bekommen? Fähigkeiten. Hier ist immer vieles so ausgeschwärzt. Hat Kronk dann immer ganz lustig immer so gemacht, wenn er das vorgelesen hat. Finde ich immer ein bisschen blöd, wenn man da irgendwie nur so halbe Informationen kriegt, ehrlich gesagt. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AWE, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. Notieren Sie auch Ihre Verbindung zur Astralebene untersuchen. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Verlierer, nun, die werden gefeuert. Danke. Ich bin Dr. Darling, Forschungsleiter im Federal Bureau of Control. Der kann es aber echt so nennen. Da habe ich nämlich auch keine Lust mehr drauf. Ich habe eine Zeit lang gespielt und all die Taktiken, die du irgendwie kanntest und dann gespielt hast auch, die sind jetzt irgendwie hinüber, weil die mit ihrem komischen Update mit Marvel Figuren und bla, irgendwie das ganze Spiel so krass umgebaut haben schon wieder. Ist da jetzt dann irgendwie wieder die nächste Season oder wie, ne? Da gab's dann ja, hat so ein bisschen was wie bei meinem vor kurzem Wing Commander 3 so, ne? Mit Videosequenzen, mit Schauspielern so ein bisschen. War cool. Jedenfalls war ich denn gerade? Ich sollte erst zu Ende quatschen, bevor ich in den Chat gucke und da wieder weiter drauf eingehe. Ich mach das halt nicht so oft, bist du nicht gewohnt, ne? Kommen wir immer noch nicht rein, okay. Das ist immer noch die dicke Anlage. Die Alarmanlage. Achso, ja, Schrottenheit, genau, da war ich. Da gab es ja auf der Karte diese eine Stelle, wo du auf dem Berg mit Schnee hin kannst. Und dann bist du da runter bei der Tankstelle und dann musstest du irgendwie so einen Gegner quasi, den Bot irgendwie davor was halten, was dann die Augen ausgelesen hat. Und dann ging ja dieser fette Safe auf, ne? Dieser Container. So, und das ist halt nicht mehr, ne? Du kannst da zwar landen und gehst dann darüber. Und wenn du dann darüber gehst, dann stehst du plötzlich vor einem leeren Container. Und wenn du Glück hast, ist eine kleine Munitionskiste drin. So, das ist die komplette Taktik kaputt. Ne? Und ja, dann bolzen die dich natürlich wieder weg, die da jetzt schon wieder eine Weile gespielt haben. Da kommst du halt wieder nicht mehr so rein, ne? Hey, was sind wir das jetzt? Ja. So. Schauen wir mal weiter hier.
Hardline. Ein sicherer Kommunikationsweg. Anweisung zur Hardline. So ein bisschen gruselig ist das schon, ne? Sagt der Tote. Okay. Aber es ist halt auf einem Level von erträglich oder so. Wow. Da ist der nächste. Okay, da kommt er. Gegenstände öffnen. Habe ich doch gerade was gesehen da unten rechts. Nicht definierte Werte. Okay. Games programmiert mit Unity. Okay. Ich habe auch irgendeine SDK, die über Steam nochmal kostenlos kam, falls ja nicht eh allgemein kostenlos kam, aber ich habe damit noch nichts versucht anzustellen. Aber das ist interessant. Vielleicht kannst du ja mal was davon zum Angucken. Erinnerung, wenn Sie eine unvorhergesehene Raumverschiebung erleben, befolgen Sie diese einfachen Schritte. 1. Durchsuchen Sie den Raum nach gewandelten Objekten oder Objekten der Macht. 2. Tragen Sie dieses Objekt in den nächsten sicheren Raum. 3. Warten Sie, bis die Mitarbeiter der Behörde Sie und das Objekt finden. Wenn sich keine derartigen Objekte in der Nähe befinden, dann erreichen Sie Ihren Vorgesetzten über die nächstgelegene Gegensprechanlage und warten auf weitere Anweisungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Charaktere weiterentwickeln. Okay. Wir konstruieren nicht. Nichts verbleibt. Es soll was. Der Fall bricht auf. Die Wahrheit aus dir heraus. Tja, wie bei Gronkh, da fällt immer Toilettenpapier eine Rolle runter. Plopp. Bei mir auch. Das ist lustig. Alles davon. Habe ich hier gerade ein Secret entdeckt, dass man hier vielleicht rein kann? Ach ne, man kommt hier auch so rein. Aber witzig, dass man die Scheiben ja auch durchhauen kann. Das wusste ich gar nicht. Kann so richtig Randale machen hier. Oh, die nimmt die komplette Hütte auseinander. Ja, ich dachte mir auch schon mal so, man könnte damit vielleicht mal ein cooles Intro machen mit Blender, aber irgendwie kann ich mir da sämtliche Sachen vorstellen und ausdenken, aber die nicht umsetzen. Das ist irgendwie nicht meins. Geil, sagt er. Also die Hütte auseinander nimmt, ja. Das haben wir ja gerade schon so gehört, ne? Das mit den Videos ist aber natürlich cool, dass man die noch mal vernünftig angucken kann. Okay. Baby,
Ja, der Psy-Schlag, der geht voll ab, ne? Rums. Flatter. Ja, alter scheiß Röhrenmonitor, weg damit. Ja, brauchen wir mal ein Upgrade. Damn. Zum Abendessen. Ah ja. Es fängt ja Spaß an, Spaß zu machen. Statt weiter zu spielen, ist man aufräumen. Dann bleibt da nichts mehr von übrig von dem Schreibtisch, oder? Hat sich wirklich jeder Cent gelohnt. Coole Story, schicke Grafik, macht voll Spaß. Tja, keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist, die wegzuknallen. Wird sich irgendwann mal zeigen. Gegenstände öffnen. Noch können wir hier nichts an Waffen aufrüsten, aber da geht dann einiges. Weg war er. Ja. Ja, es ist ja immer die Rede von The Hiss, von den Flüstern irgendwie. Und dann sind die hier wie, ja, besessen oder so, ne? Eine Karte haben wir auch mit Tab. Und hier geht's jetzt weiter. Wie es aussieht. Oh yeah. Das Zischen, das vorhin mich einbringen wollte, das Zischen hat sich in alles hier eingegraben. Ist das Zischen dein Feind? Gut, es ist unser Feind. Dieses Geräusch ist ansteckend. Es gräbt sich in dich wie eine nervige Melodie, die man nicht aufhören kann zu summen. Hier gibt's gleich wieder Action. Aber vorher sammle ich das ganze Zeug hier mal ein. Haben Sie diesen Ort gefunden? So weit da unten, klar. Hast du uns in deiner Verordnung die Erlaubnis erteilt? Wir warten mit dem Trick. Das Wort, das dies beschreibt, ist zensiert. Das
jetzt aber meine Kugel, ne? Junge, Junge, Junge. Lauf, Junge, lauf! Tendenz. Hast du ja am Ende Schizophrenie. Ja, keine Ahnung. Persönliche Modifikation, da haben wir was zum Anlegen. Lebensregeneration durch Sammeln von Elementen. Ja, das ist gut, nehme ich an. Befall. Ausbreitung. Machen wir das mal. Das ist auch dieses Gebäude verändert sich halt irgendwie auch ständig dann so. Heilige Scheiße. Du, wir haben es geschafft. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, und bis hierhin hatte ich nämlich schon gespielt gehabt. Zur Behörde? Prinzipiell. Sind Sie noch bei Verstand? Sind Sie noch bei Verstand, ja und ob? Wir waren Sie mit den verlorenen Agenten. Schon, da steht eine Jukebox in so einem Glashaus, das ist auch cool. Sag mal, was für eine Bewandtnis hat. Rein kann man da jedenfalls nicht. Ja, das lief ganz gut, ne? Da kann man sich nicht beschweren, möchte ich meinen. Sektor Elevator. Das ist ein Fahrstuhl, den wir nicht benutzen können, oder? Okay. Zu. Also bleibt ja nur noch ja, da quatschen am Shelter oder hier nochmal die Treppe hoch, ne? Hier waren wir eben schon drin, ne? Ja. Ich mag ja nochmal erstmal nach Zeug gucken. Oh, da haben wir doch schon wieder was. Jetzt auch was für die Waffe. Schub bei Tötungsserie. Schaden nach Kills plus 33. Oh, dann leg das mal erstmal an. Kann man schon mal so ein bisschen aufplustern hier. Ich finde, man hätte die Kameraperspektive von hier aus so ein bisschen weiter weg machen können, ne? Ja, naja, gut, was willst du machen? Ist halt so, wie ist es? Ja, wieder Papierkram hier. Hör dir mal zu, ich weiß, die können Gebäudeverschiebungen nicht kontrollieren, aber die Toilette in der Geschäftsleitung fehlte schon seit Wochen. Ich habe mir im Büro in Islamabad 3 Jahre lang den Arsch aufgerissen. Ich habe mir das Recht auf ein nettes Scheißhaus am Arbeitsplatz verdient. Sie nicht zurückbringen können, dann finden sie wenigstens heraus, wo sie geblieben ist. Bots eingestellt. Wofür? Für den Chat hier meinst du gerade?
Nicht, dass ich wüsste, nee. Ich bin in der Tat letztens auf meinem Discord mal einen Bot eingestellt, ja. Diesen Mi 6, dass er meinen Gaming-Kanal dann da in einen Kanal dann so ein Text-Dings bei mir in Discord dann halt mal automatisch einen Link daher gibt, ne? Ah, das ist Urheberrechtsmusik, die man hier abschalten konnte, sicherlich, ne? Ja, deswegen gibt das Radio nicht 20. Ist ja immer so eine Sache auf YouTube, ne? Auch wenn es eigentlich zum Spiegel gehört und so und als Let's Player es dann mit Bestandteil des Spiels ist und so weiter. Nur von wegen Fair Use und bla. Aber naja, was willst du machen? Geht halt etwas Feeling verloren, ne? Hauseinnahmen. Tja, wird man früher oder später sehen, was das alles so bringt. Director's Office, da kommen wir hin, ja. Doch, da kann man nicht rein. Standardbot im Discord, ja. Man kann ja irgendwie auch mehrere da reinmachen, ne? Aber ich vermute mal, das wird dann so eine Bezahlgeschichte. Von wegen Nitro oder so. Energieregeneration, das ist doch noch viel besser. Wenn man einfach immer Energieregeneration hat. Lizenz, ja. Ja, musst aber halt auch bezahlen, ne? Wenn du kein Geld hiermit verdienst, dann... Was sind das da für nette Pixel hier? Ich will einen Screenshot machen. Sieht ja witzig aus. Ach, von hier kamen wir noch. Ja. Plus Office, wenn ich mich nicht irre. Weil hier liegt noch Energie rum, die wir nicht einsammeln können. Kommen wir auch noch nicht rein. Keine Berechtigungsstufe 1, immer noch nicht. Okay. Ja, nun. Sind wir hier schon drin? Ja, irgendwie war hier nichts, ne? Ja, das Raytracing ist schon ganz nett hier, diese Spiegelung im Glas, ne? Das hat schon was. Mir persönlich will das sehr gefallen. Ach ja, hier war das Radio ohne Musik, weil Copyright. Jetzt verliere ich hier so ein bisschen die Orientierung. Hier fahren wir eventuell noch nicht. Oder fahren wir hier auch her? Der ich meine, hier kamen wir irgendwie eben auch her, ne? Ja, hat man ja hier den Kampf gehabt, genau. So, die Tür hier, da kommen wir wahrscheinlich noch nicht rein. Ne? Genau. Ja gut, dann können wir hier wieder runter. €150 im Jahr, ja. Kann er sich definitiv gönnen, ne? Macht das ja auch beruflich.
Was bin ich wohl, mit jemandem zu reden, der noch bei Verstand ist? Ganz meinerseits. Ich bin Pope, Emily Pope, Dr. Darlings Assistentin. Ich bin dran. Soll ich lügen? Jesse Faden. Nur zu Besuch hier. Ich hätte lügen sollen. Oh shit! Sie sind die neue Direktorin! Moment! Wir nur zu Besuch, wir sind die neue Direktorin. Ja, ist klar. Direktorin Faden? Nennt mich Jessie. Okay, Jessie. Ich bin Emily. Also irgendwie hat diese feindselige Macht dieses... Zischen? Genau. Irgendwie konnte es das Gebäude ohne Vorwarnung infiltrieren. Und so schnell wurde der Name offiziell. Das Zischen. Wie einströmendes Giftgas. Wir sind komplett unter Quarantäne. Es ist überall und betrifft alle, die nicht von einem HAV und erstaunlicherweise auch von dir beschützt werden. Du bist die Direktorin und damit per Definition etwas Besonderes. Trench ist natürlich nicht mehr der Direktor. Entschuldige, ich rede zu viel. Es ist einfach gerade alles ziemlich heftig. Trench ist... Das Spiel ist übrigens super, um Übertaktungen auch zu testen auf Stabilität, weil das Spiel hat extreme Probleme damit, wenn irgendwas nicht wirklich stabil läuft. Das habe ich bei der Grafikkarte schnell gemerkt. Ist tot. Erschossen. Ah. Ich fand seine Leiche. Und die Waffe. Sag ich ihr, dass es wie Selbstmord aussah? Die Amtswaffe. Außerdem, und ich weiß, das klingt verrückt, erscheint er mir. Sagt mir Dinge. Es ist schwer zu verstehen, aber er sagte, ich soll den Kontrollpunkt säubern. Ja, Pope, das, ne? Das Zischen vertreiben. Der ganze Raum veränderte sich. Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. Irre! Das ist einfach unglaublich. Es ist... Ach, ich kann nicht mal... Ich habe 1 Million Fragen und du bestimmt 1 Million mehr. Da ich dann nämlich so eine kleine Mogelei mache. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Dann ist auf YouTube besser, aber es sieht auch beim Stream. Ich lasse das Ganze aber nämlich da ist umwandeln was, in 3200 mal 1800, bevor wenn das wenn du losgeht. Einen Kontrollpunkt säubern kannst, kannst du vielleicht auch die vom Zischen Besessenen, also ja, die Infizierten, heilen. Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen. Emily Pope. Ich kenne sie nicht, aber ich mag sie jetzt schon. Sie ist das genaue Gegenteil der anonymen Behörde, die ich dafür verantwortlich mache, was damals passierte. Aber ich kann ihr, oder vielmehr ihrer Behörde, noch nicht trauen. Ja. Ich versuch's. Ich rede natürlich für dich. Versuchen wir es gemeinsam. Okay. Bist du dabei? Wir haben das Zischen ja schon mal vertrieben. Tja, probieren wir das mal. Komm schon! Weg ist er. Hat nicht geklappt. Das Zischen. Seltsame Sammlung. Da habe ich jetzt schon wieder eine Errungenschaft bekommen. Okay, ist ja nett. Es ihnen herauszureißen, zerstört sie. Jesse, hier drüben. Wir brauchen einen Plan, Jesse. Outfits. Ja, haben wir ja noch eine Chance. Und eine Schnellreise können wir machen. Können wir schon irgendwo hin schnell reisen?
Offenbar nicht. Ja, wird dann noch kommen. Ich kann sie nicht heilen. Ja, aber es war den Versuch wert. Danke, Direktorin. Jessie. Ich sage ihr, warum ich hier bin. Ich riskiere es. Also, vor 17 Jahren war die Behörde in einen Vorfall in meiner Heimatstadt Ordinary verwickelt. Sie kam und vertuschte dann alles. Ich suche diesen Ort hier bereits seit sehr langer Zeit. Das reicht. Vielleicht war es schon zu viel. Ich kann ihr noch nicht von Dylan und dem Rest erzählen. Ich habe von einem gewandelten Weltereignis gelesen, das mit Ordinary zu tun hatte. Du warst als Kind am Ground Zero? Das war eines der ganz Großen. Und vor meiner Zeit. Und streng geheim. Ich kann versuchen, alte Akten zu finden. Mein Boss, Caspar Darling, würde es wissen. Aber er ist verschwunden. Er wusste oder ahnte wohl, was passieren würde. Er brachte uns die HRV, Hadron-Resonanzverstärker. Ich denke, die haben einige von uns gerettet. Direktor Trench weiß natürlich auch alles. Trench, der Geist oder was auch ist. Er erwähnte eine Hotline. Sagt, ich soll ihn finden. Das ist ein weiteres Objekt der Macht wie die Waffe. Ein altes Bakelit-Telefon. Eine direkte Verbindung zwischen dem Direktor und dem Rat. Vielleicht kann er dadurch deutlicher mit dir reden. Trench hat viele Jahre Erfahrung. Er könnte wissen, wie man das Zischen zerstören kann. Wo ist die Hotline? Sie ist in der Kommunikationsabteilung hinter dem Postraum. Das ist Teil dieses Sektors. Deshalb ist es trotz Quarantäne für uns zugänglich. Wir öffnen die Tür für dich. Okay, das ist mein nächstes Ziel. Das ist Tomasis Abteilung. Er ist der Leiter der Kommunikation. Ich denke, er hatte keinen HRV. Er machte deutlich, dass er keinen tragen wollte. Pass auf dich auf. Man nennt mich die Direktorin. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Typ für sowas. Bin kein Anführer. Warum bin ich hier? Ich glaube, das weißt du schon. Ja, wegen meines Bruders. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich sagte, ich suche Antworten, aber ich werde sie vielleicht nie verstehen. Ich suche keine Beweise. Das hier ist bereits mehr als genug. Egal, was sie mir all die Jahre erzählt haben, ich weiß jetzt, dass es wahr ist. Es war keine Einbildung. Ich will Teil dieser Welt sein. Doch was mir wirklich Angst macht, ist es endlich gefunden zu haben. Und zusehen zu müssen, wie das Zischen alles zerstört. Also frage, was immer du wissen willst. Es gibt keine dummen Fragen. Tja, dann erzähl mal hier. Die Hotline sollte in der Kommunikationsabteilung sein. Wo kommt das Zischen her? Ich bin nicht sicher. Du meintest, das Zischen war hier, als du reingekommen bist? Hast du auch draußen sowas gesehen? Nein. Nein, nur drinnen. Dann kommt es von innen. Das älteste Haus ist ja so ein weitläufiger Komplex, der Durchgänge zu anderen Orten hat. Ich wüsste nicht, wo wir mit der Suche beginnen sollten. Aber andererseits sind das gute Neuigkeiten. Die Quarantäne hält. Wenn das Zischen aus dem Gebäude ausbricht, wäre dies das Ende. Die Welt da draußen mag ziemlich beschissen sein, aber das Zischen sollte sie trotzdem nicht zerstören. Da stimme ich dir zu, Emily. Du hast gesagt, das älteste Haus. Was ist das?
Dieses Gebäude, das Hauptquartier der Behörde, das älteste Haus, ist ein Ort, der sich ständig verschiebt. Du siehst ja, es überschreitet physikalische Grenzen. Ich war schon öfter in New York. Wie konnte ich es übersehen? Das ist eine Eigenschaft des Gebäudes. Das hier ist ein Ort der Macht. Das älteste Haus mag keine Aufmerksamkeit. Man findet es nur, wenn man gezielt danach sucht. Was für uns perfekt ist. Was wir hier tun, ist äußerst wichtig, aber nicht sicher. Die Behörde mag kein Aufsehen, also brauchen wir starke Wände, damit nichts nach außen dringt. Ohne dich hätte ich also die Eingangstür niemals gefunden. Okay. Dieser Trench. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Ist er ein Geist? Verfolgt er mich? Vermutlich kein Geist im herkömmlichen Sinn. Ein Echo vielleicht. Wenn er durch die Amtswaffe getötet wurde, deine Waffe, sind es vielleicht seine letzten Gedanken, die von der Kugel aufgezeichnet wurden. Wie eine Weltraumsonde, die Daten sendet. Ach, das ist nur eine Hypothese von mir. Ich bräuchte die Waffe, um mehr zu erfahren. Aber unter den Umständen behältst du sie wohl besser? Ich denke, das werde ich. Ja. Jo, Xavos, hau rein. Lass dir schmecken dann, ne? Kannst du mir sagen, was genau ein Objekt der Macht ist? Das ist alles, naja, neu für mich. Keine Sorge, ich erkläre die Grundlagen. Objekte der Macht sind weltliche Gegenstände, denen paranatürliche Energien innewohnen und die eine Verbindung zur Astralebene haben, wodurch sie kontrolliert werden können. Das unterscheidet sie von gewandelten Objekten, die zwar paranatürliche Kräfte haben, doch unberechenbarer sind und nicht im para-utilitaristischen Sinne gebunden werden können. Verstanden? Kann sie das auswendig? Verstanden. Danke. Also verhindern HAV den Befall durch das Zischen? Scheint so. Bis vor ein paar Wochen, als Dr. Darling sie verteilt hat, hatte ich noch nie von einem HAV gehört. Ich habe meinen sofort analysiert. Er sendet eine starke Frequenz über kurze Distanz aus. Viel stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Kommt dir der Zeitpunkt nicht verdächtig vor? Doch, sicher. Dr. Darling enthüllt seine neuesten Entdeckungen normalerweise in aufwendigen Präsentationen. Die HRV hat er nur verteilt. Ich frage mich, was genau er wusste. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Gib einfach Bescheid. Erstmal Schluss fürs Erste. Und dann sag ich mal bis bald, ne? Macht's gut oder besser.